Doch eine Reihe von Leuten, ja, ne, so dich will ich dich auch nicht haben. Nee. Bisher auf Abstand, ne? Okay. Ja, nee, ist gut. So klappt es besser. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung, Ja, das weißt ich du weiß auch allein. nicht mehr. Ich wollte nur sagen, genau, egal, ich fange wieder von vorne an. Mach mal. Genau, ich wollte sagen, viele werden dich trotzdem nicht kennen. Ja, du warst jetzt schon bis heute zum dritten Mal hier. Du warst 2019 hier, 2021, Das weißt du alles? 2023. Ich kann dir auch das Datum sagen, wenn du magst. Nein, Aber, ja. ist unglaublich. Ja. Aber genau, lass uns mal dabei bewenden. Genau, heute 2023, das heißt, du kannst dann darauf ausgehen, dass ich dich in 2 Jahren wieder einlade, sofern du diese Predigt nicht versiebst. Nein, machst du nicht. Ja, nee, ist gut. Okay, kurze Eckdaten, Ja. genau. Familie, ganz kurz Habe nochmal. Du ich. bist Opa, genau. Liebend gern Mehrfache Opa. Opa. Ja, Und du liebst das? weißt du eigentlich, dass Gott Opas schuf, damit Enkelkinder Helden haben? Ja. Ich weiß es noch nicht ganz genau, weil mein Enkelkind dafür noch ein klein bisschen zu klein ist, aber ich werde wahrscheinlich die Erfahrung. Ich, genau, also ich werde Es das ist nächste Mal großartig, Opa zu überprüfen. sein. Genau. Genau. Genau, verheiratet Ja. mit. Einer Frau. Heißt? Seit 40 Jahren. Ja, dieses Jahr 40. Ja, am 5. August. Ja, sehr schön. Das ist gute. Ja. Es sagt etwas über euch aus, ne? Ja, also sie ist schon eine tolle Frau. Also, so ein Datum Du sagt kannst nichts nichts über die dafür, du Frau. hast eine tolle Frau, genau. Ja, genau, ich kann nichts dafür. Sie hat mich geheiratet. Ja, okay, sehr schön. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ja. Du hattest mal auch hier bei der Vorstellung mal erwähnt, dass du hanseatische Wurzeln hast. So hast du das selbst betont. Hast größte Teil deines Lebens dort verbracht. Genau, ich Und bin Hanseat. Ich bin in Lübeck geboren, direkt am Meer, 200 Meter vom Meer entfernt. Und dann hat man mich für Geld gezwungen, in Mitteldeutschland zu arbeiten. Genau. Ja, genau. Und genau jetzt bist du schon eine Weile, naja, genau, wollen nicht verraten, wie alt du bist, deshalb Kannst du ruhig quasi. sagen, ich bin 63 Jahre alt. Okay, Das ist keine Schande. Dann bist du eine Weile jedenfalls schon hier und Mitglied in der EFG Mainz Richtig. und ja, tust dort die Arbeit mit unterstützen. Genau. Was genau machst du da nochmal? Wir haben, gut, also ich habe eine große Liebe zum Wort Gottes, also ich lese gerne Bibel und ich mache mir dann auch so meine Gedanken über das, was so in der Bibel drinsteht. Und mein Wunsch ist immer, also ich frage den Herrn immer, hol mich mal raus aus den gängigen Gedankengängen. Ich möchte gerne mal Bibel anders lesen, ich möchte dich gerne mal neu kennenlernen, ich möchte mal eine andere Seite von dir kennenlernen. Das Interessante ist, er macht es darum, es ist nicht immer einfach. Gott ist ja gewaltig groß. Ja. Manchmal stehst du davor und denkst, Donnerwetter. Und dann denke ich auch manches Mal, warum habe ich diesen Gedanken nicht schon viel eher gehabt? Also warum habe ich nicht schon viel eher Gott so groß gesehen? Weil ich komme aus einer sehr konservativen Gemeinde und das war immer ein sehr kleines, kompaktes, aber auch sehr handliches Gottesbild. Und wenn du dich mit Gott beschäftigst, dann kann es sein, dass er sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Schritt weiter, next level. Und dann ist das spannend. Es ist wirklich spannend, Uli. Und da mache ich jetzt, das wollte ich erzählen, da machen wir jetzt also die traditionelle Bibelstunde. Das nennen wir Schwarzbrotabend, also Schwarzbrot von kräftiger Nahrung. Und das Tolle ist eben daran, dass wir da auch Zeit haben. Also wir haben nicht nur wie hier 20 Minuten, mal über Bibel nachzudenken, sondern 1,5 Stunden. Und dann kannst du natürlich schon mal relativ tief reingehen. Und dann kannst du danach auch mal ins Gespräch gehen. Also wirklich mal diskutieren, wieso, weshalb, warum eine Sache so ist, wie sie ist. Und andere sagen, ja, ich sehe das aber ganz anders. Und das ist eben das Spannende. Mal zu sagen, wie siehst du das denn eigentlich? Welche Erfahrung hast du mit Gott gemacht? Und dann stellt sich mit einmal ein riesengroßes, buntes Bild zusammen. Und jeder macht für sich Erfahrung mit Gott. Und es ist immer der gleiche Gott.
Sehr schön. Ich wollte mal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Beruf. Unternehmensberater für Betriebsrenten war das, glaube ich. Mhm. Kann man das so zusammenfassen, oder? Ja, also ich komme aus der juristischen Ecke und wir haben uns irgendwann mal, habe ich mal die Chance gehabt, ein Consultant zu sein, also ein Berater zu werden in einer Firma, und die haben mich da an dieses Thema herangebracht. Das ist sehr steuer- und arbeitsrechtlich und bilanztechnisch ausgerichtet. Das hat mich immer fasziniert. Und Menschen zu beraten, zu sagen, okay, wie kriegst du deine Bilanz sauber, wenn du die Firma verkaufen willst, das sind Sachen, die mich interessieren, die sind spannend und ja, faszinieren mich. Und das Schöne ist jetzt, dass wir eben das auch weitergeben können. Wir haben eine Bildungskooperation mit der IHK und können eben jetzt auch Menschen ausbilden im Bereich dieser doch sehr speziellen Materie, Arbeitssteuer, Bilanzrecht, Insolvenzrecht, diese ganzen Geschichten. Und das finden wir toll. Ja. Sehr schön. Klingt auf alle Fälle spannend. Ja, also es sagen einige, naja, ich möchte es nicht machen. Nee, ich möchte es auch nicht machen. Aber ich finde es toll. Ja. Also mich erfüllt das. Ja, ja, sehr, sehr schön. Genau. Eine Frage noch. Muss gerade mal auf meinen Spickzettel gucken. Genau. Du hast schon ein bisschen angedeutet, du liebst es, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und hast auch immer wieder interessante Themen. Heute das Thema Schattenboxen. Ja. Ja, muss ich auch fragen, wie kommt man auf so ein Thema, beziehungsweise auch zu so einer, ja, vielleicht nochmal einen Satz dazu. Wie kommt man darauf? Wie kommt man auf solche Themen? Also das hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, wie ich auch im Studium gedrillt worden bin. Ich gucke mir ja juristische Texte an und es geht dann nicht nur ums Lesen, sondern es geht auseinanderfummeln, was meinen bestimmte Worte, welche Bedeutung haben sie, welche Reichweite haben sie. Und wenn ich die Bibel lese, kriege ich das nicht abgelegt. Das heißt, es kann eben sein, dass ich über einen Halbsatz nicht rüberkomme, weil ich mir denke, ey, was meinen die damit? Mhm. Und so ist es auch mit diesem Text gegangen. Und ich bin gespannt, wie toll ihr diesen Text findet. Ich habe wirklich einen super Text mitgebracht. Werden wir mal sehen. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt. Sehr gut. Okay. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Und du darfst jetzt gerne nochmal wieder Platz nehmen. Und ich möchte jetzt. Ja, guten Morgen. Ihr seid mutig, dass ihr mich zum dritten Mal einladet. Du bist mutig. Okay. Fein. Schattenboxen, was soll das denn sein? Schattenboxen. Mal ehrlich. Ein seltsamer Titel für eine Predigt, oder? Schattenboxen. Dahinter steht natürlich eine Idee und auch ein Gedanke. Und da möchte ich gerne mit euch drüber nachdenken. Und ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe einen super Text mitgebracht. Ja. Und zwar ist Folgendes, dieser Text steht im 1. Mose 12, ist der Vers 8. Und das Ereignis, was eben davor passierte, war Folgendes, der Abraham, der später Abraham genannt wird, der hat eine Gotteserscheinung. Und in dieser Gotteserscheinung verheißt ihn Gott, deine Nachkommen werden dieses Land, in dem du gerade bist, erhalten. Das werden sie also als für immer und ewig haben. Und mit diesem Segen und mit diesem Zuspruch zieht Abraham also los. Und da setzt dann eben auch unser Text ein. Danach brach er, also Abraham, von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Bethel im Westen und Ai im Osten. Cool, oder? Phänomenal, oder? Ich weiß schon, was du jetzt denkst. Wäre ich heute Morgen bloß im Bett geblieben? Und ich sag noch, lass uns liegen bleiben, Schatz. Und jetzt habe ich hier so einen Kasper und der ist völlig aus dem Häuschen, weil irgendjemand zwischen zwei Dörfern im Osten und im Westen lebt. Ich kenne auch jemanden, der wohnt zwischen Osthofen und Mainz. Was soll das?
Gut, vielleicht kann ich deine Aufmerksamkeit für diesen Text gewinnen, indem ich dir sage, dass in diesem einen Satz dein ganzes Leben ist. Dieser eine Satz ist die Antwort auf viele Warum-Fragen, die du hast. Dieser eine Satz. Und deswegen lohnt es sich vielleicht, einmal drüber nachzudenken. Vielleicht glaubst du das mir im Augenblick nicht, aber vielleicht gewinne ich dich und du hörst mir einmal zu. Und ich steig mal ein. Die Ortsangabe Bethel setzt sich aus zwei Silben zusammen. Bet und El. Bet heißt Haus. Und El ist die Abkürzung für Elohim, Gott. Und so heißt dann Bethel Gottes Haus oder Haus Gottes. Die Ortsangabe Ai oder Aja heißt übersetzt Trümmerfeld oder Trümmerhaufen. Und wenn man dir das jetzt einsetzt, diesen Text, dann hört sich das ungefähr mal so an. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich vom Haus Gottes und schlug sein Zelt auf, sodass er das Haus Gottes im Westen und den Trümmerhaufen im Osten hatte. Abraham lebte zwischen dem Gotteshaus und dem Trümmerfeld. Auf der einen Seite die Herrlichkeit Gottes und auf der anderen Seite die Trümmer menschlicher Existenz. Auf der einen Seite das göttliche Licht und auf der anderen Seite Finsternis, die Schatten menschlichen Daseins. Und spätestens jetzt erscheint uns dieser Text als eine Metapher für unser eigenes Leben. Denn wir leben in diesem Spannungsfeld, angezogen vom Licht Gottes auf der einen Seite und festgehalten von den Schatten unserer Menschlichkeit. Eine Kraft, die es manchmal gar nicht zulässt, dass wir in die Herrlichkeit Gottes eintauchen. Und genau über dieses Spannungsfeld möchte ich mit euch reden. Ich möchte den Blick auf die Herrlichkeit Gottes werfen und gleichzeitig die Schatten unserer Menschlichkeit betrachten. Was sind das für Kräfte, die uns festhalten? Und wie gehen wir damit um? Welchen Kampf, welchen Boxkampf müssen wir mit unseren Schatten austragen, wenn wir reife Christen werden wollen? Deshalb der Titel Schattenboxen. Was tat Abraham in diesem Spannungsfeld zwischen dem Gotteshaus im Osten und dem Trümmerhaufen im Westen? Und das ist die zweite Folie, wenn du die mal einspielen magst. Genau dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und letztlich möchte ich, das ist mein Wunsch für heute, dass wir das vielleicht auch lernen, in diesem Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis Gott anzubeten. Und werfen wir einen Blick auf dieses Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis. Vielleicht schaust du dich jetzt einmal in diesem Raum um. Siehst die Menschen? Wer sitzt neben dir? Das Klavier, das Kreuz, schöne Sitzgelegenheiten hier. Schau dich mal um. Ich möchte dir eine einfache Frage stellen. Warum siehst du das? Warum kannst du das sehen? Na, du wirst mir antworten, Berti, weil es hell ist. Wenn es dunkel wäre, könnte ich ja nichts sehen. Ja, logisch. Ja. Das mag auch auf den ersten Blick richtig sein.
Aber ist die Antwort richtig? Ist die Antwort, dass es hell ist, richtig? Ist sie das? Pass auf, was würde passieren, wenn ich dir hier im Hintergrund einen Scheinwerfer aufbaue? So einen, wie du ihn vielleicht schon mal in den Fußballstadien gesehen hast. So ein Flutlicht. Und nicht nur ein, sondern gleich eine ganze Batterie. Und die schalte ich an. Und die strahlen dir volle Kanne ins Gesicht. Dann ist es auch hell. Aber was siehst du dann? Nichts, genau. Du siehst gar nichts. Weil das viele Licht, obwohl es nun hell ist, macht dich blind. Es ist nämlich mit dem Licht so wie mit der Belichtung eines Bildes. Und ich weiß nicht, ob wir Fotografen oder Hobbyfotografen unter uns haben. Wenn, hier, du hast eine Kamera, genau. Und sie wird darauf achten, dass sie die richtige Belichtung hat. Denn wenn sie zu viel Licht hat, dann ist das Bild verdorben. Das Bild ist überbelichtet. Und wenn sie die Belichtung nicht richtig einschaltet, dann ist das Bild unterbelichtet. Erst durch die richtige Belichtung wird das Bild zum Kunstwerk. Wir brauchen die richtige Belichtung. Und die Antwort auf die Frage, die ich dir gestellt habe, die leichte Antwort, weil es hell ist, die müssten wir eigentlich ein bisschen konkretisieren, etwas genauer fassen. Wir sehen etwas, weil es momentan richtig beleuchtet ist, weil wir die richtige Belichtung haben. Um es deutlich zu sagen, damit wir etwas erkennen, brauchen wir irgendwas zwischen ganz hell und ganz dunkel. Irgendwas dazwischen. Irgendwas zwischen Licht und Finsternis. Pointiert ausgedrückt könnte man das so formulieren. Im Grunde brauchen wir Dunkelheit, um etwas sehen zu können. Das hört sich im ersten Moment völlig paradox an. Und das fühlt sich auch nicht gut an. Aber ein Fünkchen Wahrheit ist da drin. Licht und Finsternis, gut und schön. Aber ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, warum ist das so? Ich meine, wenn jemand mit Jesus leben will, ne? Also wir beide wollen mit Jesus leben, dann fühlen wir uns doch irgendwie zum Licht hingezogen, oder? Also wer es ernst meint, würde doch sagen, ja, also eigentlich möchte ich im Licht leben, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, guck, sagst du auch. Ich dir auch. Ja, man lebt in dieser Sehnsucht nach diesem Licht. Aber ehrlich gesagt, warum stellt Gott uns da nicht ins Licht? Warum hält er eigentlich nicht alle Finsternis von uns? Ich meine, das ist eine berechtigte Frage. Das ist doch, wäre doch viel einfacher. Ey, welche Quälerei könnten wir uns sparen, wenn Gott sagen würde, ey, pass mal auf, wer hier bekehrt ist, hier sofort ab ins Licht. Und da kommt doch keine Finsternis mehr hin. Ey, das wäre doch mal eine coole Nummer, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber das tut er nicht. Er stellt uns hinein in ein Spannungsfeld von Licht und Finsternis. Und wir leben zwischen der Herrlichkeit auf der einen Seite und den Schatten menschlicher Existenz auf der anderen Seite. Zwischen Geist und Gier. Und hat dieses, was Gott uns zumutet, zwischen Geist und Gier zu stehen, genau dazwischen, hat das eigentlich einen tieferen Sinn? Nun, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt und gegeben und wir sind zu neuen Menschen geworden. Und das wird uns im Neuen Testament auch immer und immer wieder bezeugt. Und es ist ja auch Paulus, der den Galatern zuruft, ist jemand und nicht wird, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Er wird nicht erst dazu, sondern er ist es. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber mal ehrlich, wo ist denn jetzt das Neue?
wo ist denn der neue Mensch in meinem Leben? Wie spielt sich das denn bei mir ein und wie zeichnet sich das ab? Die Antwort auf diese Frage finden wir übrigens im Alten Testament. Ich habe sie euch mal mitgebracht, kannst du schon mal einspielen. Die Sache ist die, dass Mose die Israeliten über den Inhalt des Gesetzes informiert, aber bevor er auf Einzelheiten zu sprechen kommt, hat er einleitend eine überraschende, wirklich überraschende Aussage. 5. Mose 8,2. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass Mose das genauso formuliert, dass er sich bezieht auf Demütigung, Versuchung und das ins Blickfeld rückt. Denn es sind die Demütigungen und die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, unter denen wir auch leiden. Denn genau das wollen wir ja gerade nicht. Wir möchten ja gerne ins Licht. Also unterstelle ich mal, dass wir da die gleiche Meinung haben. Also wenn dann Versuchung kommt, dann ist es ja doch irgendwie etwas, was wir nicht so cool finden. Und deswegen stellt er das mit einmal hier in den Vordergrund. Diese Momente von Demütigung und Versuchung empfinden wir als Zeiten der Finsternis. Und ganz ehrlich, so richtig gern sprechen wir nicht darüber. Vielleicht auch dann, wenn wir in den Versuchungen mal gefallen sind. Dann decken wir gerne den Mantel des Schweigens darüber. Aber die dunklen Momente in unserem Leben geben uns Auskunft darüber, wer wir sind. In manchen dunklen Momenten ist man ja selber, also mir geht es so, ist man ja auch selber überrascht, was einem alles durch den Kopf geht. Man ist manchmal erstaunt über sich selber. Die dunklen Momente lassen uns sehen, was in unserer Seele ist. Aber warum müssen wir uns auf diese Art und Weise kennenlernen? Im Grunde genommen kennen wir uns doch eigentlich ganz gut. Reicht das nicht schon? In den letzten Jahrzehnten haben die Psychologen und die Forschung der Psychologie uns einen guten Überblick darüber gegeben, was unsere Seele ist, wie sie aufgebaut ist, wie wir denken, was wir empfinden und so weiter und so weiter. Und manches menschliche Verhalten ist eben nicht ausschließlich durch das Bewusstsein gesteuert, sondern durch das Unterbewusstsein. Und da kommen wir gar nicht ran. Keiner von uns kommt an sein Unterbewusstsein ran. Wir sind im Bewusstsein, aber was sich alles im Unterbewusstsein deiner Seele abgelagert hat, da kommst du nicht ran. Das beeinflusst unsere Entscheidung, unsere Wahrnehmung. Wir sehen die Welt durch Filter. Wir haben in der Regel ein verzerrtes Bild von der Wirklichkeit. Wir sehen die Wirklichkeit nicht, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Und offensichtlich haben wir in Bezug auf unsere eigene Person ganz besondere Schwierigkeiten, das so zu sehen. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts haben Psychologen interessante Studien durchgeführt. Man gab beispielsweise den Probanden, also denen, die diese Studie mit begleitet haben, konkrete Gefahrensituationen. Und die sollten sie einschätzen. Sie sollten also konkrete, hat ihnen gesagt, pass mal auf, das ist eine Studie hier, machst jetzt mit, kriegst was weiß ich, 100 Euro dafür. Und jetzt machen wir mal folgenden Versuch. Schätz mal die Gefahr ein für Rauchen im Hinblick auf Krebserkrankung. Schätz mal die Gefahr ein, wie gefährlich ist es, bei regennasser Straße mit hoher Geschwindigkeit zu fahren. Und das machst du zunächst erstmal
für eine fremde Person und dann machst du es für dich selber. Ja? Also erstmal irgendeine Situation und dann schätzt das mal ein, so für einen anderen und dann, wie würdest du das machen? Und nun hätte man natürlich denken können, die Ergebnisse müssen ja eigentlich irgendwie gleich sein. Ne? Gefahr ist Gefahr, oder? Ja, die Ergebnisse waren anders. Die Probanden haben eigentlich die Gefährlichkeit der Situation für andere relativ realistisch eingeschätzt. Aber für sich selber war das alles kein Problem. Kein Problem. Gut, haben die gesagt, okay, pass auf, wir klären euch nochmal auf über die Gefahr. Und dann haben die Studienleiter, die Psychologen, die Probanden nochmal über die Gefährlichkeit aufgeklärt und gesagt, hey, guck mal, das wird passieren. Und jetzt mach nochmal eine Einschätzung. Nochmal für einen Fremden und nochmal für dich selber. Und nun, spätestens jetzt, hätte man noch davon ausgehen können, dass die zu gleichen Ergebnissen kommen. Für die Fremden war das okay. Aber für sich selber war das marginal nicht unterschiedlich. Das heißt, die Ergebnisse, wie schätze ich eine Gefahr für einen anderen ein, die wird wahrscheinlich relativ realistisch eingeschätzt. Aber für mich selber, da liege ich immer dann daneben. Und das gibt eigentlich das Ergebnis in drei Punkten wieder. Erstens, in der Regel haben die meisten Menschen ein unangemessen positives Bild von sich selber. Ein unangemessen positives Bild von sich selber. Zweitens, die meisten Menschen denken, dass sie mehr Kontrolle über ihr Leben haben, als das tatsächlich der Fall ist. Und drittens, die meisten Menschen gehen davon aus und sind davon überzeugt, dass die Zukunft besser sein wird, als die jetzige, derzeitige Faktenlage der Gegenwart es rechtfertigen würde. Das sind die Ergebnisse dieser Studien. Und wenn jemand jetzt denkt, ja, für die anderen ist das so, aber für mich nicht, der ist genau auf diesem Trip. Der ist genau auf dem Trip. Wir täuschen uns täglich und reden uns die Welt schön. Wir rechtfertigen unser Verhalten in einem inneren Dialog und verdrängen Wirklichkeiten. Auf der Bühne deines Lebens, da stehst du immer im Mittelpunkt und in deinen inneren Dialogen bist du immer der Sieger. Immer. Ich will ein Beispiel geben, wie wir uns täuschen. Ich musste eine Zeit lang immer zum Büro an einer Schule vorbei, morgens. Und allmorgendlich passierte immer das Gleiche. Besorgte Eltern brachten ihre Kinder mit dem Auto bis zum Schultor. Und dann trugen die, so eine Nachbarin hatte ich auch, die hat den Schulranzen des Kindes getragen. Ja? Wo ich denke, ey, komm, jetzt hör mal auf. Und jeden Morgen, ey, der Junge war 9, 10, brachte die den zur Schule. Ey, das waren 350 Meter geradeaus in einer 30er-Zone. Das macht doch kein Gesunder, doch die ja. Und das ist so. Und wenn du jetzt die Eltern fragst, warum tust du das? Warum machst du das? Dann werden sie dir folgende Antwort geben. Ja, das tue ich für meine Kinder. Ich möchte ja, dass die sicher zur Schule kommen. Ich möchte ihnen ja was Gutes tun. Aber das tun die Eltern nicht für ihre Kinder. Das tun die Eltern für sich selber. Das tun die Eltern für sich selber, damit sie rechtfertigen können, vor sich selber, dass sie gute Eltern sind. Denn jeder, der einmal sein Gehirn anschaltet, der wird sagen, das sagen auch alle Psychologen, alle Lehrer, alle, mach das nicht, weil die Kinder werden unselbstständig. Hör auf damit. Die Eltern nicht. Die denken, sie tun was Gutes. Und das ist ein klassisches Beispiel für Selbsttäuschung. Klassisch. Wir sehen die Wirklichkeit nicht, wie die Wirklichkeit ist.
Das fühlt sich vielleicht erstmal seltsam an und es erfordert Mut, es erfordert wirklich Mut, sich dieser Tatsache zu stellen und in den Abgrund menschlicher Seele zu schauen. Wie ändern wir das? Wie kriegen wir den Drive? Das muss doch irgendwie einen Change geben. Im Grunde genommen gibt es zwei wesentliche Umstände, die unser Leben ändern. Zwei, nur zwei. Keine 100, zwei. Einmal ist es Leiden und einmal ist es überwältigende Liebe. Leiden und Liebe ändern unser Leben und alles dazwischen nicht. Leiden und Liebe ändern unser Leben und alles dazwischen nicht. Leiden und Liebe sind die wesentlichen Triebfedern für die Veränderung in unserem Leben. Und ich könnte statt Liebe und Leiden auch Licht und Finsternis sagen, weil es das Gleiche. Und nun kommen wir zurück auf Mose. Demütigung und Verführung zeigen uns die Landkarte unserer Persönlichkeit. Und das Spektrum von Demütigung und Versuchung ist weit. Nicht alles ist gleich moralisch zu verurteilen und verwerflich. Es sind die vielen harmlosen Gewohnheiten, die wichtige Veränderung vermeiden. Sehr harmlos, nicht unmoralisch, aber sie sind harmlos und so viele. Warum tun wir das? Warum tun wir, was wir tun? Warum tun wir, was wir tun? Warum reagieren wir, wie wir reagieren? Es ist bisweilen wirklich erforderlich, das eigene Verhalten zu reflektieren. Es ist erforderlich, dass wir Seelenarbeit aufnehmen. In uns lauern auch andere Gefahren. Menschen leiden unter ihrer Eifersucht. Sie sind zerfressen von Ehrgeiz, getrieben von Machtfantasien oder sexuellen Begehrlichkeiten. Und letztlich können wir das alles in drei große Bereiche einteilen. Macht, Sex, Geld. Macht, Sex, Geld. In diesen drei Bereichen. Und wir alle haben irgendwo an dieser Stelle unsere weiche Stelle. Irgendwo in den drei Bereichen, Macht, Sex, Geld, kriege ich jeden von euch. Jeden. Das ist unser Problem. Warum ist das so? Warum bin ich gerade für das eine anfällig und mein Nachbar lässt das völlig kalt? Warum kann ich mich über das eine fürchterlich aufregen und der andere sitzt daneben und sagt, weiß nicht, was du jetzt willst? Ich brauche mich nur ins Auto zu setzen. Dann geht das schon los. Das kriege ich hin. Ja? Für was bin ich eigentlich empfänglich? Und woher kommt diese Empfänglichkeit? Welche Ängste und welche Sehnsüchte treiben mich eigentlich? Und die Antworten auf diese Fragen sind sehr individuell. Da gibt es keine mathematische Formel für, schade eigentlich, aber sie gibt es nicht. Denn wir sind alle einzigartig und deswegen ist die Antwort auf diese Frage auch einzigartig. Doch wenn wir die Antwort kennen, dann wissen wir, dann haben wir einen Ansatzpunkt, wo die Kräfte Gottes ansetzen können, damit wir heil werden und befreit. Wo der Geist Gottes uns befreien kann oder wo er uns heilen kann. Und deswegen ist es so entscheidend. Es ist wirklich entscheidend, wie wir mit Verletzungen und Sünde umgehen. Und die häufigste Reaktion, da bin ich auch nicht frei von, die häufigste Reaktion von Christen auf Verletzungen und Sünden ist Verdrängung. Ist Verdrängung. Wir scheuen nämlich alle die Seelenarbeit. Das ist wahnsinnig anstrengend. Wie geht das? Verdrängung hat ganz viele Gesichter. Eine davon geht so. Wir stellen fest, dass unser Verhalten nicht wirklich optimal war. Ich würde mal sagen, wir haben eine Sünde begangen. Dann haben wir ja die Chance zu beten, um Vergebung zu beten. Das tun wir auch. Und wir beten und bitten den Herrn um Vergebung. Und dann ist die Sache erstmal erledigt.
bis zur nächsten Sünde. Dann geht es wieder los. Dann bitten wir wieder um Vergebung. Und der Herr vergibt uns wieder. Und es ist immer die gleiche Sache. Und so zieht sich das über die Wochen und über die Monate. Der Sommer kommt, der Winter geht. Über Jahrzehnte. Und wir kommen keinen Schritt weiter. Warum nicht? Weil wir nur die Symptome uns anschauen und nicht an die Wurzeln gehen. Weil wir eigentlich Seelenarbeit machen müssten, aber das wollen wir nicht. Und das ist eben unser Problem. Wie wäre es aber, wie wäre es, nur mal eine Idee, wir würden mit Demütigung, Verführung und Sünde einmal ganz anders umgehen und im Gebet den Mut aufbringen, uns diesen Gegnern zu stellen, den Boxkampf aufzunehmen, den Schattenboxkampf. Gemeinsam mit Gott zu fragen, woher kommt eigentlich meine Eifersucht? Woher kommt eigentlich mein Neid? Mein Geiz, mein Stolz, meine Gier, wo kommt das her, Herr? Das fällt doch nicht vom Himmel. Da ist doch was passiert in mir. Das löst doch irgendwas aus. Warum bin ich oft nicht selbst beherrscht? Woher kommt das, Herr? Und dann glaube ich, wird Jesus mit uns ins Gespräch kommen. So gesehen bleiben Demütigung, Verführung und Sünde finstere Zeiten, aber sie tragen etwas sehr Kostbares in sich. Deshalb verachte die Zeit der Finsternis nicht. Sie ist dein bester Lehrmeister. Was hatten wir anfangs gesehen, festgestellt und gesagt? Wir sehen erst durch die Dunkelheit, durch die Finsternis. Wie wahr wir waren. Wir brauchen etwas zwischen Licht und Finsternis. Die Veränderung unserer Persönlichkeit ist kein rein intellektueller Prozess, sondern erfordert unsere ganze Person. Wir denken uns nicht in ein neues Leben. Wir denken uns nicht in ein neues Leben, sondern wir leben uns in ein neues Denken. Ich sage es nochmal. Wir denken uns nicht in ein neues Leben. Sondern wir leben uns in ein neues Denken. Das ist der entscheidende Unterschied. Das ist wirklich wesentlich. Und deshalb ist Seelenarbeit so wichtig. Und auf dem Weg zu einem reifen Christsein werden wir unseren Schatten begegnen müssen. Sonst wird das nicht funktionieren. Es kommt darauf an, dass wir uns mit den Schatten unserer Persönlichkeit auseinandersetzen. Es ist unumgänglich, wenn wir reife Christen werden wollen, dass wir diesen Weg gehen. Die Mönche haben in ihrer reichen meditativen Erfahrung einen mir sehr wichtigen Grundsatz geprägt. Sie sagen, es wird nichts erlöst, was wir nicht vorher angeschaut haben. Es wird nichts erlöst, was wir nicht vorher angeschaut haben. Wir kommen nur von den Schatten unserer Persönlichkeit los, die wir uns vorher anschauen. Es gibt keine Zwangserlösung, liebe Geschwister. Der Heilige Geist wird uns nicht vergewaltigen. Er wird mit uns den Weg gehen, aber er wird mit uns gemeinsam den Weg gehen. Es ist nicht leicht, in die Abgründe unserer Persönlichkeit zu schauen. Das ist natürlich so. Und in der Regel vermeiden wir das ja auch, wo es geht, gell? Das ist nun mal so. Aber doch möchte ich Mut machen. Damit komme ich auch zum Schluss. Denn ich möchte 4 Punkte festhalten. Warum können wir Mut haben, das zu tun? Weil Sünde für Gott kein Problem ist. Sünde ist für Gott kein Problem. Das ist nochmal eine frohe Nachricht. Sünde ist für Gott kein Problem. Jesus sprach am Kreuz, es ist vollbracht, endgültig und vollständig. Mach dir klar, du kannst dazu nichts mehr beitragen. Das Thema ist gegessen, der Drops gelutscht, die Messe gesungen. Es ist vollbracht. Alles da.
Zweitens, du kannst Gott mit deinem Verhalten nicht überraschen und enttäuschen. Wer Jesus nachfolgt, hat den Geist. Dieser Geist bleibt und er kennt unsere ganze Persönlichkeit, das Bewusste und das Unbewusste. Gott kennt uns mehr, als wir uns kennen. Drittens, du wirst es nicht schaffen, den Entschluss Gottes durch dein Verhalten rückgängig zu machen, dass er dich retten will. Du wirst es nicht schaffen. Dieser Entschluss ist nicht erst getroffen, als du dich bekehrt hast. Dieser Entschluss, dich zu retten, ist schon längst vor Schöpfung der Welt von Gott getroffen worden. Und deswegen schafft es nicht, es umzudrehen. Gott will dich retten. Und viertens, die Gabe des Heiligen Geistes ist das Siegel, dass Gott seinen Plan, dich zu retten, durchsetzen wird. Er wird es tun. Und weil das so ist, können wir den Mut fassen, die Abgründe unseres menschlichen Lebens, unserer menschlichen Existenz anzuschauen. Deshalb können wir im Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis, zwischen der Herrlichkeit Gottes und den Trümmern unserer menschlichen Existenz, zwischen Geist und Gier, dem Herrn einen Altar bauen und ihn anbeten. Und so schließt sich der Kreis. Und ich bin am Ausgangspunkt meiner Predigt angekommen. Bei dem Menschen, der zwischen zwei Orten lebt. Dort betet er Gott an. Und dieser Mensch, das bist du und das bin ich. Gott segne dich.